The Game Kitchen. Nach all den Dingen, die ich sah. Und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play The Last Door, die letzte Tür. Ein Horror-Point-and-Click-Adventure entwickelt von The Game Kitchen. Wir spielen die erste Staffel, die im Zeitraum 2013 und 2014 in 4 Episoden veröffentlicht wurde. Und das Spiel spielt sich im viktorianischen England, also im 19. Jahrhundert ab und wurde inspiriert durch die Werke von Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft. Von dem her bin ich schon mal sehr gespannt, denn wirklich viel mehr weiß ich auch nicht. Und nach alter Manier können wir uns hier die Gegenstände schnappen und ein wenig umsehen, während wir die melancholische Musik genießen. Na schön. Was haben wir hier? Einmal angrabbeln. Nach all den Dingen, die ich tat. Ein Stuhl. Und wir haben doch ein Seil geschnappt. Oh. Kann ich dem Lauf meines Lebens nicht entrinnen? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, tatsächlich. Wir können uns ja noch mal ein wenig umsehen. Hier eine schöne Vase. Aber ich glaube, uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Oh je. Naja. Für mich gibt es keine Erlösung mehr. Und die gute alte Schlinge. Mir bleibt nur zu hoffen, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Ich weiß ja nicht. Ach ja, und ich muss das jetzt noch initiieren. Na wunderbar. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ah. Dein dankbar ergebener Anthony Beechworth. The Last Door. Also gut. Ein Spiel von The Game Kitchen. Wie bereits erwähnt. Das war schon mal ein interessanter Anfang. Und Musik von Carlos Viola. Gefällt mir jetzt auch schon. Okay, und publiziert von Phoenix Online. Oktober 1891. Videte ne quis sciat. Sicherlich richtig ausgesprochen von mir. Die einzigen Worte, die mein Freund aus Kindertagen, Anthony Beechworth, mir geschrieben hatte. Jahre ist es her, dass ich diesen Satz das letzte Mal gehört hatte. Er war das Motto des Wissenschafts- und Philosophiezirkels gewesen, den wir heimlich gegründet hatten. Damals, als wir in dem abgeschiedenen Internat in Schottland waren. Doch wir hatten es hinter uns gelassen. Gleich Erinnerungen aus Kindertagen. Der Brief war ungewöhnlich. Er konnte nur bedeuten, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Etwas, das geheim bleiben muss. Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Am nächsten Morgen nahm ich den ersten Zug nach Sussex und nach der Adresse am Briefkuvert zu suchen. Und vor mir stand es, das Gut von Anthonys Familie, das Beechworth Anwesen. Episode 1, der Brief. Und wie wir sehen, alles sehr minimalistisch gehalten in diesem Pixel-Stil. Und
Wir sehen mal. Die Felder, die das Anwesen umgeben, erstrecken sich, soweit das Auge reicht. Ich wusste nicht, dass Anthony solch ein Gut sein eigen nennt. So. Okay, eine Lupe, die wir dann auf alle möglichen Gegenstände wahrscheinlich halten können. Und das hier unten ist dann wahrscheinlich auch unser Inventar. Nehme ich zumindest mal an. So, wenn ich jetzt mal die Lupe hier nehme. Okay, aber hier gibt es ja nichts zu entdecken. Okay. Und hier, das haben wir uns ja schon angesehen, die Felder. Ich glaube, dann können wir eigentlich direkt weitergehen. Ich glaube, mehr haben wir hier auch nicht. Dann bewegen wir uns mal. Was haben wir hier? Ah. Ein paar Krähen. Ein Schwarm Krähen frisst gierig an etwas. Es sind so viele Vögel, dass es mir unmöglich ist, ihre Beute auszumachen. Okay, das hatten wir gesehen. Hier haben wir noch eine Tür. Und hier ein paar... Eine Mülltonne. Dem unflätigen Geruch nachzuurteilen, wurde sie seit Wochen nicht mehr geleert. Davon gehe ich auch mal aus. Okay, hier hinten... Sonst nichts. Ich versuche mich mal zu nähern. Die Krähen sind zu aufgebracht. Sich ihnen zu nähern könnte gefährlich werden. Dann lassen wir das besser. Also hier kommen wir zumindest noch nicht vorbei. Okay, wir haben hier noch eine Tür, aber ich würde gerne nochmal in die Richtung gehen. Okay. So können wir dann die Bildschirme wechseln. Aber hier kommen wir sicherlich auch nicht mehr zurück. Nein, da geht es nicht weiter. Ich versuche gerne mal den Eingang hier zu nehmen. Die Tür scheint auch offen zu sein. Seltsam, alles ist still, als ob hier niemand wohnen würde. Ich sorge mich um Anthony, ich muss ihn finden. Okay. Hier mal nachsehen, mein Mantel, den hat er eben abgelegt. Hier ein Gemälde. Ist dies Anthony? Die Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Fehlt ein Fragezeichen. Eine Standuhr. Ihr Ticken ist das Einzige, was man weit und breit vernehmen kann. Mhm, ja. Hier auch schön mit der Geräuschekulisse gearbeitet. Auch wenn ich mich hier über den Fußboden bewege. Und die dezente Musik im Hintergrund. Kann schon gut Atmosphäre aufbauen. Auch wenn der Grafikstil sehr minimalistisch ist. Wie schon angemerkt. Okay, aber hier können wir nicht mehr machen. Alles klar. Hier können wir wahrscheinlich wieder nach draußen gehen. Ich gehe mal nach rechts. Und suche derweilen den Bildschirm ab. So, was haben wir hier? Einmal nachsehen. Ein Hirschkopf überblickt den Raum mit Glasaugen. Eine Maschine, die aufgenommene Musik reproduziert. Ich wusste nichts von Anthonys Begeisterung für neue Erfindungen. Naja, 1891. Immerhin. Für heutige Verhältnisse doch schon etwas veraltet. Aber doch faszinierend, wie sich die Technologie gewandelt hat. Ein Schrank mit Gläsern und Spirituosen. Es befinden sich auch eine Streichholzschachtel darin. Alles klar. Also können wir danach greifen. So, die Streichhölzer könnten nützlich sein. Das weiß er natürlich schon. Aha, Streichhölzer. So, erstmal das Anwesen in Brand setzen, würde ich sagen. Geht nicht. Alles klar. Gut, das Inventar bleibt auch erstmal hier. Alles klar. So, hier ein Kamin. Er sieht aus, als wäre er seit geraumer Zeit nicht mehr gereinigt worden. Das große Fenster steht offen und lässt die kalte Abendluft herein. Ach, schön. Ansonsten hier ein Sofa. Eine weitere Tür. Mal sehen. Ich denke, allzu schwierig sollte es nicht sein, hier etwas zu übersehen. Aber man, naja, ist auch schwierig zu sagen. So, Tür geöffnet. Und hindurch. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Ein Meerespanorama. Ein kleines Boot kämpft gegen tobende Wellen an. Schön. Umschrieben, muss man schon sagen. Eine regnerische Gebirgslandschaft. Ja, erkennt man sehr gut. Schön, dass das nochmal umschreibt. Das Gemälde hängt schief. Gerade Rücken. Das sieht immer noch nicht richtig aus. Natürlich.
Ein geheimer Schalter oder ähnliches. Moment, bevor wir den betätigen, nochmal das Bild. Das Gemälde zeigt einen tiefen, finsteren Wald. Tja, ist das eine Metapher für Anthonys Wohlbefinden? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier ran. Ein alter Rosenkranz mit einem hölzernen Kruzifix. So. Achso, den hat er mitgenommen. Ich habe schon mit irgendeinem Geheimschalter gerechnet, aber so elaboriert ist das dann wohl doch nicht. Ein Kruzifix, also. Okay, wir gehen nochmal. Hier kommen wir auch durch. Ich bin mir eben nicht sicher, ob wir jetzt erstmal hier weitergehen oder nochmal zurücklaufen. Da haben wir ja auch noch andere Wege. Wir gehen erstmal weiter. Achso. Erstmal Tür öffnen, natürlich. Okay. Der Küchenherd und ein Putzlappen. So. Putzlappen, können wir den einstecken? Es könnte sich als nützlich erweisen. Ich werde es mitnehmen. Oh je, ich bin jetzt schon gespannt, wenn ich später wieder rumrätseln muss. Der Ofen. Ich meine, den können wir ja in Brand setzen. Also, ich kann nicht kochen. Okay, dann lassen wir das erstmal. War so die erste Idee. Teller und Töpfe. Wobei, den Ofen, naja. So, und hier? Ein Teller mit tagealten Essensresten. Ja, das sollte dir schon zu denken geben. Aber da können wir nichts mitnehmen. So, hier irgendwelche Schränke. Okay. Teller und Töpfe, da können wir aber auch nichts mitnehmen. Hier drüben noch eine Tür und hier. Eine Auswahl an Kräutern und Zutaten. Kräuter, ich verstehe. Und hier noch eine Tür. So, hier nach unten kommen wir nicht. So, nochmal gucken. Wir gehen mal hier weiter. Ich habe die Tür entriegelt. Das hat er erstaunlich gut gemacht. So. Und das war die Hintertür. Hier waren wir ja schon. Genau, an den Krähen kommen wir ja nicht vorbei. Alter Lappen. Also wir können die Krähen in Brand setzen oder mit einem Kruzifix erschlagen. Klappt bestimmt. Brennt. Oh. Nee. Okay, Gewalt gegen Tiere ist hier anscheinend nicht erwünscht. Wie ich sehe. Geht auch nicht. So. Okay, aber interessant. Als ich den Ofen in Brand setzen wollte, hat er gesagt, dass er nicht kochen kann. So. Moment mal, dann legen wir das mal weg. Rosenkranz. Ja, das... Ich probiere schon mal die ersten Sachen aus. Ich meine, wirklich viel zu tun haben wir bisher nicht. Ich gehe mal zurück. Wir haben nämlich noch andere Wege vor uns. Und zwar den hier. Ich meine, wir dringen hier einfach in das Anwesen von unserem Freund ein und klauen erstmal Gegenstände. Da machen wir uns sicherlich beliebt. Eine kleine Pflanze bringt etwas Leben an diesen tristen Ort. Wohl wahr. So, hier haben wir noch eine Tür. Wir gehen erstmal hier lang. Okay, das scheint sein... eventuell sein Schlafzimmer zu sein. Ich weiß nicht, wie groß das Anwesen ist. So, eine Waschschüssel und einige Toilettenartikel. Ach ja, die guten alten Zeiten. Eine Lampe, um den Weg zu erleuchten. So, die kann er doch bestimmt mitnehmen. So, davon kann er sich aber nichts schnappen. Wir nehmen gleich die Lampe mit. 5. März 1891. Master Anthony zwang uns dazu, unsere religiösen Objekte zu vernichten. Was ist in ihn gefahren? Glücklicherweise fand ich ein Versteck für meinen Rosenkranz. Wie soll ich ohne ihn jeden Abend beten können? Interessant, den Rosenkranz haben wir ja schon gefunden. Okay, 18. Mai. Master Anthony beklagt sich über Alfie. Was soll der Kater ihm denn tun? Er befahl uns, ihn nicht mehr ins Haus zu lassen. Dennoch, ich kann ihn doch nicht einfach verhungern lassen. Er ist so ein kluger Kater. Er weiß, dass jedes Mal, wenn ich das Fenster öffne, ihn sein Futter erwartet. Außerdem mache ich mir Sorgen um Master Anthony. Von Tag zu Tag entfremdet er sich mehr von dem Mann, der einst gewesen ist. Okay, hier gehen wir weiter. 15. September. Master Anthony sperrt sich seit Tagen in seinem Arbeitszimmer ein. Er möchte, dass wir sein Essen an die Tür bringen, doch er isst kaum davon. Ich mache mir große Sorgen. Gut, da haben wir schon mal ein paar zusätzliche Informationen erhalten. Eine leere Schüssel. Sieht aus wie eine Futterschüssel. So, die kann aber nicht mitnehmen. Durch das schmutzige Fenster kann ich kaum die Ländereien erkennen. So, einmal angrabbeln. Nochmal.
Okay. So, das kennen wir ja, Futterschüssel. So, können wir da noch mehr machen? So, anzünden. Okay, zum Glück. Ich hatte schon die Befürchtung. So, aber näher komme ich da auch nicht ran, oder? Ich kann das immer noch anfassen. Das ist schön. Aber mehr kann ich da gerade nicht machen. Ich würde gerne... Das Bett kann er sich aber nicht ansehen. Okay. Ah, der Fensterrahmen ist morsch. Um das Fenster offen zu halten, benötige ich eine Art Schnur oder Kette. Okay. Perfekt. Erstes Rätsel gelöst. Jawohl. Der kalte Abendwind ist eine Wohltat in dieser stickigen Atmosphäre. Das ist schön. So, das bleibt so. Okay. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat. So, hier. Eine Verfärbung der Wand in Form eines Kreuzes lässt vermuten, dass hier lange ein Kreuz gehangen ist und erst vor kurzem entfernt wurde. So, das haben wir auch schon in Erfahrung gebracht. So, das nehmen wir mit. Sehr schön. Es befindet sich nichts Interessantes darin. Gut, wir haben die Lampe. Ich glaube, dann können wir mal den Raum verlassen. Wie gesagt, ich sehe mich hier gerne etwas näher um. Und dann gehen wir weiter in dieser düsteren Atmosphäre. Gut, was haben wir hier? So, da oben. Ja. Schlecht zu erkennen. Da können wir aber nichts machen. Die ist verschlossen. Die Tür ist versperrt. Ich sollte versuchen, den passenden Schlüssel zu finden. Okay. Ich glaube, hier endet die Reise fürs Erste. Da müssen wir mal zurückgehen. Das haben wir schon alles gemacht. So, ich fahre ja überall nochmal die Maus rüber. Es könnte hier überall noch irgendetwas sein, was man schnell übersieht. So, ja, da geht er in den anderen Raum. Wir gehen mal hier lang. Und zwar zurück. Aha. Achso, ich höre wieder die Uhr. So, das haben wir uns ja schon angesehen. Der Kamin. Ja gut, den werden wir hier auch nicht einfach entzünden können. Es ist zwecklos, das zu tun. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Aber der Versuch war es ja wert. Hier ist die Uhr. Genau, da kommen wir wieder nach draußen. Anthony. So, was ist hier? Eine Notiz auf dem Tisch. Ach, sieh mal eine an. Sehr geehrter Mr. Beechworth, aufgrund jüngster Ereignisse ist die Situation für uns unaushaltbar geworden, weshalb wir uns zu unserem größten Bedauern gezwungen sehen, unsere Dienste zu kündigen. Okay, wahrscheinlich gezwungen sehen. Wir werden für immer für die Jahre in ihren Diensten dankbar sein. Möge Gott sie schützen, Mr. und Mrs. Breaver. Alles klar. So, wir können jetzt hier lang gehen. Ist da irgendwie eine Treppe? So, wir gehen jetzt mal hier lang. Ja, er ist die Treppe hochgelaufen. So. Ein paar Gemälde. Hier sehen wir sehr wenig. Ich frage mich. Ja, er läuft zurück. Es ist zu dunkel. Ich kann mich nicht weiter vorwagen. So, wir haben aber eine Lampe. Also nehmen wir erstmal die Streichhölzer. Ach, hat er automatisch. Super. Das nenne ich mal Technik, Leute. Muss ich nicht nochmal extra anwählen. So. Aber ich würde sagen, wir betreten schon mal den ersten Raum hier. Einige Gemälde, aber da ist nichts zu sehen. Ah, die Tür klemmt. Sie lässt sich nicht öffnen. Vermaledeit. So, das ist eine Vase. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Es ist doch schon ein wenig gruselig, aber ich wage mich voran. Der Durchgang wurde mit Brettern zugenagelt. So, wir haben nur die Petroleumlampe und der alte Lappen. Was auch immer wir mit dem machen. Einige rechteckigen Bereiche weisen eine andere Farbe auf als die restliche Wand. Vermutlich fehlen hier einige Gemälde. Davon gehe ich auch mal stark aus. So. Ja, wieder das gleiche. Hier oben auch fehlt ein Gemälde. Da auch? Ja. Gehen wir etwas nach drüben. Ja, da sieht man's. So, das hier kann ich aber nochmal angrabbeln. Die Bretter sind fest angenagelt. Ich kann sie nicht mit bloßen Händen entfernen. Das geht also nicht. Dann müssen wir erstmal weitergehen. Die nächste Tür. Oh je. Yeah. Hier auch wieder. Eine Art Vase hier. Da fehlt auch wieder ein Gemälde. So, wir gehen erstmal durch diese Tür hier. Ein weiteres Schlafzimmer.
Ein ernst und wissbegierig aussehender Gentleman. Gut, dass er das doch mal anmerkt. Der Kamin ist voller Ruß. So. Achso, die Streichhölzer haben wir auch gar nicht mehr. So, hier drüben sind Fotografien und alte Daguerreotypen, die großteils Familienporträts zeigen. Okay. Die Daguerre... Oh, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das müssen diese ganz alten Fotoapparate sein. Wenn ich mich nicht irre. Durch das Fenster gelangt man auf den Balkon des Nebenzimmers. Ein Ehebett. Es ist völlig verstaubt. Vermutlich hat hier seit langer Zeit niemand mehr geschlafen. Tja, das ist ja nicht allzu gut. So, ist das hier nochmal extra? Ein silberner Schlüssel, jawohl. So, erstmal mitnehmen. Den Schlüssel hätten wir. Dann sehen wir mal, was wir noch so in Erfahrung bringen können. Hier haben wir nicht noch etwas. Ich glaube nicht. Nur diesen Schlüssel. Okay, ich würde... Naja, das ist jetzt die Frage. Die eine Tür hier, die wäre, glaube ich, nur versperrt, nicht wahr? So, die hier. Lässt sich nicht öffnen. Genau, aber das war ja die andere Tür, die man mit dem Schlüssel öffnen musste, genau. Aber ich denke, wir gehen erstmal weiter. Und später auf dem Rückweg können wir dann nochmal den Schlüssel hier einsetzen. Es gab hier eine Tür, die verschlossen war. So, Tür. Können wir diese Tür hier öffnen? Okay. Es ist von innen abgeschlossen worden. Also kommen wir da jetzt auch gar nicht mehr durch. Dann müssen wir den Schlüssel an der anderen Tür einsetzen. Mehr können wir hier dann wahrscheinlich nicht machen. Also gut, dann sehen wir mal. Und zwar hier nach unten. Ah, das ist schön. Damit kommen wir nämlich direkt in die nächsten Räume. Ah, sehr praktisch. So, da kommen wir wieder raus. Aber ich will in die Richtung hier. Genau, das haben wir mitgenommen. So, weiter hier lang. So, hier drüben. Genau, dann nehmen wir mal den silbernen Schlüssel. Und damit öffnet sich die Tür. Sesam, öffne dich. Okay, ist das hier der Keller? Was ist das hier? Ich denke, es ist eine Schellackplatte. Auf der Plattenhülle steht der Karneval von Venedig. So, die nimmt er mal mit. Da können wir die vielleicht später abspielen. Eine Schallplatte. Aus Schellack hergestellt. So. In der Richtung ist aber nichts weiter. Schön, dass man hier die Wassertropfen hören kann. So, hier haben wir noch etwas. Ein eisernes Brecheisen von Spinnweben bedeckt. Gleich mal mitnehmen. Eine Brechstange. Ich weiß auch schon, wo wir die ansetzen können. Ein kleiner Stapel Feuerholz. Zweige und Rindenstücke. Damit macht er aber sonst nichts. Oh je. Dann wage dich mal voran. Es sieht so aus, als wäre der Heizkessel schon länger nicht mehr in Verwendung. Ich meine, wir haben ja hier die Lampe noch. Streichhölzer haben wir keine mehr, aber damit können wir jetzt so direkt nichts machen. Okay, also den Heizkessel, den werden wir später auf jeden Fall nochmal in Betrieb setzen müssen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Wir haben ja zwei neue Gegenstände erhalten. Dann sehen wir mal, was wir damit so anstellen können. Okay, in die Richtung. Hier. Genau, das war dieses Zimmer hier. Also dann wahrscheinlich von den Bediensteten. Nehme ich mal an. So, dann gehen wir mal hier raus. Hm.
Okay, ich denke, die Aufnahme von Geräuschen oder Musik kann wiedergegeben werden, wenn ein gravierter Zylinder oder eine Platte eingelegt wird. Doch scheint genau dieses Objekt zu fehlen. Das hat er wunderbar ausgedrückt. So. Hören wir mal. Karneval von Venedig. Ah ja, schön. Die Musik hat plötzlich aufgehört. Und wir sehen direkt nach. Bitte? Also, ich fühle mich dezent bedroht gerade. Und an die Vögel von Alfred Hitchcock erinnert. Und zwar sehr. So. Was hat es damit denn auf sich? Okay, sie sind immer noch da. Aber mehr können wir mit denen auch nicht machen. Wir gehen mal lieber. Das war unerwartet. So, wir gehen jetzt nochmal hier nach oben, genau. Wir haben jetzt diese Brechstange hier. Das Einzige, was mir jetzt nämlich noch einfällt, ist das hier. Dann einmal ran hier. Jawohl, das scheint zu funktionieren. Und dann durch. Großer Gott, was ist hier geschehen? Oh, leave me alone. Ich glaube, die ist tot. Der lieblose Körper einer Frau, sie liegt hier wohl schon seit Tagen. Das muss sehr unangenehm riechen. Da ist ein Stück Papier, das sie fest umklammert. Diese Musik dazu. Was ich hier schreibe, sind zweifellos meine letzten Gedanken. Meine letzten Zeilen, mein letzter Atemhauch. Ich weiß nicht, welche finsteren Mächte meinen Mann zu dem werden ließen, was er nun ist. Ein Fremder. Sein Blick beraubt jeglichen Verstandes, jeder Herzlichkeit. Ich weiß nicht, welch Schatten sich langsam verdunkelnd auf unsere Leben gelegt hat. Unbekannt ist mir der Gast, der nun in unseren Seelen lebt. Ich weiß nicht, woher er rührt, doch sicherlich nicht von dieser Welt. Bald werde ich meine Brüder und Schwestern wiedersehen. Ich werde befreit sein aus diesem Abgrund des Wahnes und der Angst. Bald wird mein Bangen vorüber sein. Tja, schon sehr poetisch. Eine lange Haarnadel. Es ist ein Brief. Liebste Margaret, es ist Tage her, seit Anthony das letzte Mal sein Studierzimmer verlassen hat. Ich kann ihn flüstern hören, verärgert oder angsterfüllt. Nachts ist er es meist noch schlimmer. Unsere Bediensteten kündigten vor einigen Tagen. Ohne ihre Hilfe und Gesellschaft bin ich verloren. Ich kann kaum mehr das Bett verlassen und nicht einmal der Doktor möchte hierher kommen nach dem Streit mit Anthony. Mein Mann hat die schreckliche Fähigkeit entwickelt, jedermanns Willen zu brechen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Kraft mehr. Ich wünschte, ich könnte dir diesen Brief schicken. Deine teure Freundin Anna Beechworth. Okay, na, jetzt haben wir den Brief gelesen. Okay, können wir nochmal nachlesen. Tja, und dann ist sie hier einfach verstorben. Die Bediensteten haben gekündigt. Denen war das wohl auch zu schräg. Haarnadel. Ein Rollstuhl? Ein alter Rollstuhl. So, auf der Wand steht, lass mich in Ruhe. Wer könnte so etwas nur geschrieben haben? So, hier auch noch wie irgendwelche... Ein Brief in zittriger Handschrift. Ich kann nicht mehr weiter, es ist alles verloren. Und die Seite stammt aus einem Tagebuch. Ich kann ihre Blicke nicht ertragen. Sie wachen über mich, richten über mich. Sie verachten mich. Ich weiß, sie denken, ich wäre dieser Familie nicht würdig. Doch was blieb von ihnen außer Knochen und Staub? Eine Erinnerung. Lasst mich. Ich brauche euch nicht. Lasst mich allein. Na schön, wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat. Und können nur spekulieren. Irgendwelche bösen Mächte. Nichts Interessantes liegt auf diesem Frisiertisch. Okay. Ja, erstmal die Leiche angrabbeln. Sehr gute Idee. Achso. Okay. Der
die letzten Worte. Ich dachte schon, jetzt kommt es gleich zur Nekrophilie hier. Also, dann gehen wir mal in den nächsten Raum weiter, hier lang. Haarklammer. Ach, Herr Jemine. Okay, ein Geräusch und sehr viele Gemälde. Anthony in jungen Jahren, genauso wie ich ihn in Erinnerung behalten habe. Eine Dame mit kräftigen Zügen und dunklem Haar. Keck scheint sie mir entgegenzublicken. Oh ja. Sie gleicht der Frau auf dem Bett. Sie hält ein Kind in den Armen. Könnte es Anthonys Kind sein? Und wenn ja, was ist mit dem Kind passiert? Der ältere Mann auf diesem Bild sieht Anthony ähnlich, doch sein Antlitz ziert ein strenger, beunruhigender Blick. So, ja genau, das war das hier. Die junge Dame, kaum älter als 20, blickt mir trotzend entgegen. Ein Mann mit blonden Haaren, sein Gesicht scheint mir nicht fremd zu sein. So, und dann das hier noch. Das Porträt zeigt Anthony und eine erlegte Wildkatze oder einen Luchs. Die Farbe rund um das Maul des Tiers sieht frischer aus. Hm. Ein Fenster. Eine große Krähe sitzt vor dem Fenster und klopft mit ihrem Schnabel gegen die Scheibe. So, wir haben jetzt diese Haarnadel hier und einen alten Lappen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? So, die Gemälde haben wir uns alle angesehen. So, die Krähe. Wir haben eine Haarnadel. Mit der werden wir hier aber nicht viel machen können. Alter Lappen. Gehen wir kurz zurück.